Und es geht wieder weiter mit einer Naruto Chapter Analyse 169 bis 171. Chapter 169, ich setze mein Leben ein. Wieder ein Kapitelbild, wir sehen halt Tsunades Rückenansicht, nett, aber nichts Besonderes. Vorweg, ich hatte es bei dem letzten Video nur in die Beschreibung geschrieben, ich hatte es aber nicht erwähnt und eigentlich ist das schon ein ziemlich dämlicher Fehler und auch ein großer Fehler, finde ich. Ich finde es irgendwie total unlogisch, dass Naruto aufgrund dessen, dass er den Kyuubi in sich hat, in der Lage ist, sich selbst zu heilen. Bei ihm heilen Wunden und Verletzungen ganz schnell, nur weil er das Kyuubi-Chakra hat. Weil der Kyuubi so eine Fähigkeit hat. Nö, eigentlich wird es immer nur damit begründet, weil er durch den Kyuubi viel Chakra hat. Aber ich finde das irgendwie dämlich. Ich meine, außer Naruto gibt es ja auch noch andere Ninja, die zumindest noch, sagen wir mal, viel Chakra haben, ohne dass sie ein Jinchuriki oder sowas sind. Und da finde ich das einfach lächerlich, dass nur weil er eben den Kyuubi in sich hat und viel Chakra hat, kann er sich heilen. Da müssten das andere Ninja auch können, vielleicht nicht so schnell, vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber generell. Und irgendwie bin ich der Meinung, macht das die ganzen Heil-Ninjutsu eigentlich total überflüssig, weil, ja, theoretisch gesehen könnte das ja dann irgendwie jeder, ne? Also finde ich irgendwo doof. Ja, also Orochimaru ist ja im vorigen Chapter eigentlich auf Naruto los, aber Tsunade ist dazwischen gegangen und er hat sie dann eben durchbohrt. Im Anime war da fürchterlich viel Blut, weswegen die Folgen dann auch die zweiten, also die Ausnahme nochmal sind, weil neben den Zabuza-Haku-Folgen da, wo Haku halt drauf ging, sind die einzigen Folgen im Deutschen, die ein FSK ab 16 haben. Verstehe ich persönlich nicht so ganz bei Tsunade. Ich meine, klar, da haben wir Blut, aber sie überlebt, alle überleben, also was soll's, naja. Jedenfalls Orochimaru äußert dann auch, dass er gar nicht vorhat, Tsunade etwas anzutun und er will sie überhaupt nicht töten. Und er meint auch, wenn sie jetzt Naruto beschützt, dann würde später alles schwieriger werden. Ist klar, er gehörte zu Akatsuki, er kennt mehr oder weniger die Pläne und er hat irgendwo ja auch recht, weil er glaubt ja nicht an Naruto, ne? Macht Sinn. Ja, Tsunade wiederum sagt, dass sie Naruto beschützen wird und auch das Dorf beschützen will und so alles. Daraufhin fragt Orochimaru, warum sie überhaupt so einen kleinen Bengel wie Naruto es beschützen will. Und sie meint, weil er irgendwann Hokage werden wird. Er daraufhin sagt nur Scheiß auf Hokage, nur die Dummen nehmen den Titel an. Da macht's dann bei Tsunade erst einmal Klick. Ja, dann sehen wir natürlich wieder haufenweise Flashbacks, also so Rückblicke im Sinne von, was Tsunade selbst gesagt hat, weil das hatte sie ja auch gesagt, was Orochimaru sagte, was Shizune ihr sagte, was Jiraiya ihr sagte, was die ganzen Hokage dachten, was Naruto sagte. Klar, das ist jetzt hier natürlich nur so ungefähr auf zwei Seiten. Ich finde das auch nochmal in Ordnung, um nochmal Tsunades Gedankengänge und so weiter so zu sehen und zu verstehen. Aber ja, wir hatten diese Gedankengänge ja alle schon und daher ist das so ein bisschen nervtötend. Jedenfalls sagt sie, dass sie von jetzt an ihr Leben einsetzt, hat auch einen ziemlich ernsten Blick. Orochimaru ist nur angepisst, greift sie nochmal mit dem Schwert an. Blut, überall Blut. Shizune und Jiraiya wachen dann auf, denken, dass Tsunade eben auch tot ist. Aber genau in dem Moment, wo Orochimaru Naruto was antun will, bewegt sie sich wieder, steht davor, verpasst sie natürlich auch nochmal einen schönen Schlag ins Gesicht und er wundert sich dann darüber, weil sie hat ja eigentlich Blutangst und er wundert sich, dass sie deswegen aufstehen kann und auch weil sie so viele Verletzungen und so abbekommen hat. Aber sie sagt halt, weil sie Konoha Gakures fünfter Hokage ist, wird sie nicht aufgeben und setzt dann eben auch eine Kunst ein. Ninpo Soso Sai Sai, also sie öffnet dann eben das Siegel, also löst das Siegel, was sie halt an der Stirn hat. Und es heißt dann so viel wie schöpfen, regenerieren. Damit kann sie sich dann eben auch regenerieren. Die Wunden schließen sich wieder. Orochimaru ist natürlich schwer beeindruckt, weil er die Kunst nicht kennt. Tsunade sagt, das Chakra, also sammelt sie jahrelang in der Stirn und dann kann sie es halt eben auch benutzen und so. Aber Shizune sagt, dass das halt nicht ganz so gut ist, beziehungsweise denkt das dann halt, weil das dann eben auch die Gefahr läuft, weil die Zellen dann ja eben auch, also die Anzahl der Zellteile während eines Lebens kann halt nicht erhöht werden. Also sprich, Tsunade heilt sich, aber dafür verkürzt sie ihr Leben, wenn sie das einsetzt. Naja, tut sie ja nun mal nicht allzu oft. Jedenfalls hat natürlich dann auch die Markierung an ihrer Stirn einen Sinn und letztlich endet dann das Chapter damit, dass alle drei, also die drei Sannin, Kushiyose und Jutsu einsetzen. Ja, und an der Stelle dann eben ein Cliffhanger ist, weil die drei ja dann gegeneinander kämpfen werden. Was ich jetzt an der Stelle noch einmal auch sagen möchte, weil ich gehe natürlich auch auf Kommentare ein, unter dem letzten Video haben Born to Run und ich halt eine kleine Diskussion gehabt und darauf möchte ich jetzt noch mal ein bisschen eingehen. Ja, dass Naruto ja eben aufgrund dessen, dass sein Vater der vierte Hokage war und seine Mutter ja zu einem starken Clan gehörten und so, eben schon so tolle Sachen in die Wiege gelegt bekommen hat.
Ich muss sagen, ich habe jetzt nur von normal Naruto ausgeredet. In normal Naruto kennen wir seine Mutter nicht, sprich, er hat nichts davon, dass seine Mutter wohl eine Uzumaki war. Weil das wussten wir ja auch nicht, war sein Vater ein Uzumaki, seine Mutter war zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht klar. Aber auch in Shippuden muss ich zumindest sagen, ja verdammt, was hat Naruto bitte davon, dass sein Vater der vierte Hokage ist? Ich meine, er hat eigentlich gar nichts davon. Ich meine, egal ob es die anderen Dorfbewohner wussten oder die anderen Ninja wussten oder nicht, Minato ist insofern eigentlich nichts Gezieltes Besonderes. Und ich denke mal, gut, man könnte jetzt vielleicht sagen, ja, aufgrund dessen, dass Minato, also dass er halt der Vater von Naruto ist, hat Jiraiya sich seiner angenommen. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass er der vierte Hokage ist. Selbst wenn Minato nicht der vierte Hokage geworden wäre, wäre er trotzdem der Schüler von Jiraiya gewesen und Jiraiya hätte sich dann automatisch um Naruto gekümmert. Also man könnte höchstens sagen, dadurch, dass Minato der Schüler von Jiraiya war, davon profitiert Naruto. Dass es der Hokage ist, davon hat er eigentlich gar nichts. Letztlich hat er da eigentlich nur dann eben den Kyuubi in sich. Allerdings ist die Frage, was wäre, wenn Minato nicht der Hokage gewesen wäre und Kushina wäre trotzdem Kushina? Dann hätte er wahrscheinlich das mit dem Kyuubi und Naruto auch gemacht. Also, ich meine einfach nur, ob er Hokage ist oder nicht, das ist eigentlich unrelevant. Ist ja nicht, als ob irgendjemand Naruto deswegen anjubeln würde oder so. Trotzdem muss ich aber auch sagen, es ist schon alles irgendwie ein bisschen wirr, weil dieses ganze Konzept mit Naruto und dem Kyuubi ist halt irgendwo blöd gemacht. Einerseits ist es so, dass er zwar irgendwo immer dieses, ja, diese schwere Vergangenheit hat, weil die ganzen Dorfbewohner wissen, er ist der Kyuubi und die haben ihn dann ausgegrenzt, keiner hat sich um ihn gekümmert. Allerdings bin ich der Meinung, Kishimoto hätte dieses Ganze mit der Vergangenheit um Naruto ein bisschen besser lösen sollen, weil, auch wenn ich jetzt ein bisschen was vorwegnehme, aber es ist ja so, als seine Mutter ihm dann später erzählt, wie sie nach Konohagakure gekommen ist. Da war das ja so, dass es total geheim gehalten wurde, dass sie der Jinjuriki wurde. Wahrscheinlich hat sie sogar beim dritten Hokage gewohnt. Und im Falle von Naruto, ja, hier, Pfeil auf den Jungen, das ist der Jinjuriki, in ihm ist der Kyuubi und der wohnt mal ganz alleine. Was eigentlich auch total bescheuert ist, weil, ja, dadurch, dass er ja nun mal ein Siegel hat, dass in ihm der Kyuubi ist. Ich meine, wenn die Leute ihn alle wie Dreck behandeln und er alleine wohnt und überhaupt keinen Sinn in seinem Leben sieht, er hätte theoretisch gesehen eigentlich durchdrehen können, der Kyuubi hätte die Macht über ihn übernehmen können, er hätte Konoha zerstören können. Also ist das schon alles irgendwo ziemlich scheiße gemacht. Ja, klar, Naruto ist eine große Reihe, das mag ja stimmen, dass man sich am Anfang vielleicht nicht immer alles sofort so denkt, okay, aber es wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen, so im Laufe der Zeit, vielleicht jetzt auch schon in den nächsten paar Bänden, einfach mal so ein bisschen mehr auf Naruto einzugehen. Gerade auch, was ich nicht so ganz verstehen kann, ist für mich auch immer so die Sache, dass der Junge wirklich niemals nachgefragt hat, wer seine Eltern sind. Er hat es vielleicht zwar irgendwann einfach akzeptiert, ja, die sind tot, beim Kyuubi-Überfall draufgegangen, aber ist es nicht irgendwie so ein bisschen naheliegend, auf diesem Gedenkstein, den Kakashi ja ganz am Anfang mal vorgestellt hat, da hieß es ja, dass ganz viele Ninja, also zum Beispiel Irukas Eltern, wissen wir zumindest, standen auch drauf, also auch welche, die eben beim Kyuubi-Vorfall draufgegangen sind, stehen auf diesem Stein. Narutos Nachname ist Uzumaki. Wäre es nicht also irgendwo logisch und würde man das nicht machen, nur um alleine irgendwas von seinen Eltern zu wissen, an diesen dämlichen Stein zu gehen und mal seinen Nachnamen zu suchen und sich dann vielleicht zu denken, ja, das könnte ja meine Mutter, mein Vater oder was weiß ich sein. Also ich finde das irgendwo nicht so ganz nachvollziehbar. Deswegen, ich streite nicht ab, dass Naruto später in Shippuden dadurch ein bisschen gepusht wird, aber wollte einfach nur sagen, ob jetzt sein Vater der Hokage ist oder nicht, ja, das ist eigentlich total unrelevant, weil er davon keinen Mehrwert hat. Gut, so viel zu dem Chapter. Ich finde natürlich trotzdem Tsunades Entscheidung immer noch okay, aber das haben wir schon vorher gemerkt und sonst ist nur interessant, dass Orochimaru eigentlich nichts gegen sie hat und sie eigentlich nicht töten wollte. Am interessantesten an dem Chapter finde ich auf jeden Fall die Kunst. Chapter 170, der Kampf der Sannen. Ja, wieder ein Kapitelbild mit den Dreien halt und dann steht da Kröte, Schlange, Nacktschnecke. Nett, aber wie immer, nichts Besonderes. Ja, die stehen sich dann halt natürlich erstmal gegenüber. Gamatatsu findet das total toll, dass sein Vater da ist. Und Gamakichi sagt nur, sie sollen abhauen. Ja, spaßeshalber fragt Gamma Bunte, ob das jetzt ein Klassentreffen sein soll. Doch Jiraiya und Tsunade sind sich halt sicher, mit dem heutigen Tag ist die Ära der Sannen vorbei und beide wollen halt eben Orochimaru bekämpfen. Naruto wird durch einen Teil von Katsuyu. An der Stelle muss ich natürlich sagen, Manda und Katsuyu sind erstmal etwas Besonderes, weil die sieht man ja zum ersten Mal. Gamma Bunta kannte man ja schon. Und ja, Katsuyu hat halt die Fähigkeit, dass sie sich halt immer wieder teilen kann und so alles. Und jedenfalls bringt dann so ein kleines Teil von Katsuyu Naruto zu Shizune und die sollen dann eben versteckt bleiben. So,
Gamabunta provoziert dann natürlich erst einmal Manda, indem er ihm so ein bisschen Rauch ins Gesicht bläst und so alles. Und ja, Katsuyu greift auch mit Tsuchinenzan an, also seiner klebrigen Säure. Aber Manda umwickelt Katsuyu und will sie dann natürlich fressen. Allerdings kommt Gamabunta dazwischen. Katsuyu, wie gesagt, kann sich halt teilen. Und damit entkommt es dann Manda auch. Manda und Gamabunta liefern sich dann erstmal einen Kampf. Dann gibt es auch eine gute Kombinationskunst zwischen Jiraiya und Gamabunta. Gamayu ändern, finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ebenso Kröten, Flammengeschoss halt. Ist schon eigentlich eine nette Idee, weil, seien wir mal ehrlich, wie oft sieht man das im Anime oder im Manga von Naruto, dass irgendwelche Leute ihre Künste kombinieren? Hier zum ersten Mal und später eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Ja, außer es war Naruto mal wieder mit irgendeinem Rasengan und das war langweilig. Ja, natürlich hat Manda die Flammenkugel abbekommen, aber sich rechtzeitig gehäutet, greift aus dem Boden natürlich heraus an. Ja, Gamabunta kann zwar den Schwanz abwehren, das Maul allerdings nicht. Dann kommt Tsunade, packt sich das gewaltige Schwert, Messer, wie auch immer, von Gamabunta und haut das erstmal auf Mandas Maul. Ja, Maul ist zu, schlägt natürlich Orochimaru auch nochmal schön in die Fresse, nachdem der ihr halt seine Zunge um den Hals gelegt hat. Im Manga ist das natürlich alles irgendwo nett, aber auch schon ziemlich kurz und schnell. Ich muss sagen, die Anime-Folgen sind dafür welche, die ich persönlich schon noch welche der actionreicheren finde. Also nicht dieses typische, hey, wir stehen da erstmal, unterhalten uns, haben dann noch so einen Rückblick, irgendeine Erinnerung, dann kämpfen wir mal eine Minute und dann unterhalten wir uns wieder. Also da muss ich wirklich sagen, war der Anime schon ganz gut und den Kampf finde ich schon noch recht gut gemacht halt. Also auch schon noch spannend und auch mit Bewegung und nicht nur mit Reden. Natürlich könnt ihr mir schreiben, was ihr zu der Kombinationskunst gesagt, also sagt. Also das findet ihr, es hätte mehr Kombinationskünste in Naruto geben sollen und habt ihr vielleicht auch irgendeine Idee? Und ja, was sagt ihr so zu dem Kampf, wenn ihr ihn aus dem Manga kennt oder aus dem Anime? Wo findet ihr ihn besser oder findet ihr ihn langweilig? Schreibt es mir. Kommen wir noch zu Chapter 171, die Nachfolger. Wieder ein Kapitelbild mit Naruto, dessen Hand man sieht, wo halt die Schriftzeichen für Hokage drinne stehen. Es ist ganz nett, besser als das davorige, aber ja, wie immer, nichts Besonderes. Ja, Tsunade hat Orochimaru halt einen Schlag verpasst. Der liegt dann da erstmal rum. Manda hat erstmal keinen Bock mehr, fühlt sich verarscht und haut einfach ab. Und trotz alledem, dass Manda abhaut, trotz alledem, dass Kabuto angeschlagen ist, trotz alledem, dass Orochimaru seine Hände nicht benutzen kann, kann er einfach verschwinden. Zugegeben, Jiraiya hatte natürlich auch so ein bisschen Handicap und so, weil immerhin war er noch vergiftet. Ist natürlich trotzdem irgendwie interessant. Als er beim ersten Mal versucht, Gamabunta zu rufen, klappt es nicht und er ruft nur Gamakichi. Was, wieso und warum kann er auf einmal nach, ich weiß nicht, vielleicht gefühlten 10 Minuten, kann er auf einmal Gamabunta rufen? Klar, vielleicht hat er sich nochmal mehr konzentriert für sein Chakra, vielleicht hat die Wirkung in diesen 5 bis 10 Minuten mehr nachgelassen, aber nee. Glaube ich irgendwie nicht. Das wirkt für mich so dieses, ja, wenn jetzt Jiraiya Gamabunta rufen würde und er hätte jetzt vor den anderen beiden sein Kuschiose-Tier, dann wäre das ja nicht mehr spektakulär und cool. Und außerdem würde er dann ja Orochimaru erledigen. Orochimaru ist beliebt, ich will nicht, dass er drauf geht, also ich muss ihn auch irgendwie vorkommen lassen, der ist wichtig und toll und beliebt, habe ich das schon erwähnt. Also machen wir es einfach so, dass sie alle gleichzeitig dann ihre Kuschiose, Geister, Tiere, wie auch immer, rufen. Also ihr versteht, ich finde das so ein bisschen unlogisch. Naja, könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr das ein bisschen, also wie ihr das seht, dass es erst nicht klappte und dann ein paar Minuten später doch. Ja, sie haben sich natürlich auch ein bisschen gewundert, weil Orochimaru halt, ja, ein ganz komisches Gesicht hatte, weil Tsunade hat das halt so ein bisschen weggehauen. Tsunade schaut sich dann wieder Naruto an, Jiraiya sagt, dass sie nie Glück beim Wetten hat, dann kommt wieder so ein Flashback mit ihrem Bruder, mit Dan, dann mit Naruto und das Einzige, was wir dann noch sehen, ist die Nebenwirkung von Tsunades Kunst. Sie wird nämlich älter. Das ist natürlich so eine Sache, also viele Fans haben das schon mal diskutiert und ich bin nicht ganz so der Meinung. Also wir wissen, so wie wir Tsunade kennenlernen, wird sie wahrscheinlich wirklich nicht aussehen. Sie ist ja eigentlich so 51, sieht aber schon eher so, sagen wir mal, aus Richtung 40, ne? Allerdings in dem Moment, wo man dann halt sieht, wie sie richtig altert, also da sieht sie ja fast so alt aus wie Hiruzen und viele denken, das ist ihre wahre Form. Aber das glaube ich nicht. Sie sagt ja selbst, das ist die Nebenwirkung ihrer Kunst. Klar, man könnte jetzt sagen, weil sie viel Chakra aufgebraucht hat, kann sie diese Genjutsu jetzt nicht wieder beibehalten, klar. Aber kann die ernsthaft, indem sie nur ein Jahr älter ist als Jiraiya, so viel älter aussehen als er? Das glaube ich irgendwo nicht. Also sie sieht da wirklich fast so alt aus wie 80 und das ist ein bisschen übertrieben. Demnach finde ich natürlich ihre Kunst übrigens auch gut, weil es ist eine mächtige Kunst
wo man aber, wie gesagt, Chakra eben in der Stirn erstmal sammeln muss, ein paar Jahre halt, und die eben auch den Nachteil hat, weil sie das Leben verkürzt und dadurch, dass sie so viel Chakra eingesetzt hat, ist sie dann kurz alt. Wurde damals in den Spielen auch so ein bisschen thematisiert, also in den PS2-Spielen, wenn sie da ja ultimatives Jutsu eingesetzt hatte, dann ist das dann meistens so gewesen, dass sie danach langsam war und ich glaube auch ein bisschen Heilung verloren hatte, ich weiß es nicht, aber sie war langsam für so eine gewisse Zeit, weil das eben, ja, der Nachteil war. Und ich finde, Künste, die gut sind, die eben stark sind, aber auch ihre Risiken haben, ihre Nebenwirkungen halt, finde ich eigentlich ganz gut und nicht welche, die einfach immer einsetzbar sind. Ja, nachdem Naruto wieder bei Bewusstsein ist, kommt es natürlich wieder zu einem kleinen Streit, weil er ist natürlich der Meinung, dass Tsunade ja so jung aussieht, obwohl sie eigentlich 50 ist, und er fragt sich, ob sie denn eigentlich die Leute belügen darf, ob das ein Hokage darf, dass sie eigenwillig ist, locker mit Geld und doof. Tsunade fühlt sich provoziert, sie meint, dass sie halt nicht ernsthaft gegen ihn kämpfen wird, ein Finger dürfte ausreichen. Ja, dann ist es so, dass sie Naruto wieder das Stirnband wegkickt, aber bevor sie ihn dann wegschnippt, das tut sie diesmal nämlich nicht, gibt sie ihm einen Kuss auf die Stirn und sie sagt, er soll halt ein aufrichtiger Mann und ein großartiger Hokage werden. Dann gibt's noch was zu essen und sie gehen dann eben los und ja, damit hat sich das Kapitel Tsunade. Wie gesagt, ja, Tsunade ist eine meiner Lieblingscharaktere, aber ich finde trotzdem, dass das mit ihr, das hat halt schon irgendwie was. Wir sehen neue Techniken, wir sehen die Kuschiose-Tiere, wir sehen auch nochmal Jiraiya mehr in Action. Ich meine, das vorige mit Naruto, dem Training, war ja irgendwo gar nichts. Ja, Orochimaru kannten wir in dem Punkt natürlich schon. Naruto lernt das Rasengan. Wir erfahren von Tsunade als neuen Charakter etwas und dann natürlich auch der Hintergrund, den ich trotz alledem, ob man ihn mag oder nicht, aber traurig ist er schon. Und ja, auch Shizune ist ein neuer Charakter, wobei ich sagen muss, Shizune hat zwar ein bisschen mitgekämpft, aber die trat mir dann ein bisschen zu kurz. Allerdings fand ich es immer schon ziemlich lustig, dass sie quasi Tsunades innere gute Stimme ist, die dafür sorgt, dass Tsunade überhaupt irgendwas hinkriegt, weil... ja, ohne Shizune wäre Tsunade wahrscheinlich nichts. Ja, irgendwo noch ein ganz nettes Chapter. Vor allen Dingen das Ende des Chapters ist eigentlich ganz gut. Nach diesem Kampf, den Nebenwirkungen und dass sie jetzt bereit ist, Hokage zu werden, dass sie Naruto da diesen Stirnkuss gibt, das hat sie ja bei Dan und Awaki auch gemacht. Und ja, daher schon noch ganz okay. Wie hat euch der Abschnitt mit Tsunade gefallen? Fandet ihr ihn, wie gesagt, eher langweilig oder okay? Was fandet ihr am besten? Was am schlimmsten? Schreibt es mir in die Kommentare.